Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen im Detail, wie eigentlich diese Textmengen zustande gekommen sind, worauf das Ganze basiert. Also ich habe ja Germanistik studiert, bevor ich Kunst studiert habe, also war tatsächlich auch mit Recherche beschäftigt. Also es ging auch immer um die Frage, mit welchen Nachschlagewerken arbeitet man. Damals war es tatsächlich auch, dass man analog sich orientierte, also wirklich den Brockhaus oder das Literaturlexikon zur Hand nahm. Und das hat sich natürlich komplett verändert, das hat sich schon während meiner Studienzeit komplett verändert. Also wenn man jetzt recherchiert, dann geht der erste Weg immer über Wikipedia. Und 2016, als diese Serie entstand und diese Idee sich konkretisierte, hat ein findiger Journalist eine Hitliste erstellt, weil er mal untersuchte, welche Themen, welche Beiträge auf Wikipedia sind diejenigen, die uns am meisten bewegen, erhitzen, Diskussionen auslösen und tatsächlich auch überschrieben werden. Und das, was ja eigentlich da so ein bisschen einen reinzieht und wo man dann auch relativ schnell auf die ersten Fragen kommt, ist wirklich, was steht da eigentlich? Und das ist ja eine ganz assoziative Aneinanderreihung oder Übereinanderlegung eigentlich von ganz verschiedenen Ebenen. Du hast das in anderen Zusammenhängen schon mal erläutert, es geht da so ein bisschen um die zeitliche Abfolge, also die blassesten sind die ersten Einträge, die du gefunden hast, dann geht es immer weiter in die Jetztzeit. Aber das, was ja eigentlich faszinierend daran ist, ist, wie sich das im Grunde so zusammenzieht, dass man gar nicht mehr sagt, man hat da jetzt einen großen Text, den man lesen muss, sondern man ist plötzlich in so einem, ja, wie soll ich das sagen, so einem Assoziationsfeld, wo man gerade weil es so viel Text ist, sagt, okay, ich lese das auch nicht ganz, ich greife mir da so Begriffe raus und plötzlich fügt sich was zusammen. Ne? Wie wichtig ist dir, dass das eigentlich unspezifisch bleibt, also dass das so eine Offenheit behält? Also ich wollte, dass das Ganze eine Landschaftsbeschreibung wird im Wortsinne. Und dann kamen eben ganz viele Dinge zusammen, also Schrift, die sozusagen früh entsteht, verblasst. Also gleichzeitig muss ich mir überlegen, wie ich mit den analogen Mitteln der Zeichnung Bewegung darstellen kann. Also es passiert ja immer was in der Überschreibung. Also die Dinge werden ergänzt, Dinge werden gelöscht. Wie kann man das eigentlich festhalten? Und da habe ich mir eben diese Kodierung mit den unterschiedlichen Graustufen überlegt, weil das Räumlichkeit erzeugt und letztendlich auch Zeit sichtbar machen kann. Also genauso wie du sagtest, also die ältesten Einträge, die ich benutzt habe, sind tatsächlich hellgrau. Und ich habe diese Themen beobachtet über 6 Monate. Und je länger ich gewartet habe, desto dunkler wurde die Schrift. Und dann wollte ich aber auch noch einen Farbakzent setzen und habe mir sozusagen symbolische Farben überlebt für die einzelnen Themen oder historische Figuren. Und das ist natürlich bei Jesus ganz klar, das liturgische Lila, das ist bei Adolf Hitler das Braun für den Nationalsozialismus und bei der RAF zum Beispiel Rot als Farbe, als politische Farbe und letztendlich auch als Farbe der Aggression. Und so kann man das sozusagen immer weiter verbinden. Schwarz für Literatur, schwarze Schrift auf weißem Papier, Blau das geistige Philosophie. Da kommen also viele Überlegungen zusammen, aber zum Schluss muss es einfach als Serie und als Einzelbild funktionieren. Das ist ja ein super Übergang zu der neuen Serie, die du jetzt für den Kunstpreis gerade oder für die Ausstellung zeichnest, mit diesen Kirchenfenstern, wo man das ja noch sehr schön sieht, wie eigentlich so das Ganze im Entstehen ist. Das heißt, es gibt quasi die große Form, es gibt auch die kleine Form schon, so dass man denkt, oh Wahnsinn. Und trotzdem steckt da noch ganz viel Unentwickeltes drin oder so. Wenn du das jetzt zeichnest, ist das tatsächlich jetzt gerade auch in so einem Fenster die ganze Zeit dieser Prozess zu hoffen, dass das gut geht oder ist das alles fertig im Kopf? Nein, fertig ist es nicht. Also es ist fertig, aber auch das scheint ein Paralleluniversum zu sein, denn neben dieser Beruhigung, es ist fertig, kann ich mich wieder so ein bisschen in gefährliche Gewässer begeben, ja, weil ich weiß, dass ich immer zurück kann, weil die Konstruktion ist da als Geländer, also ich kann sozusagen mich festhalten, aber dann ist es eine Verfassungsfrage. Das heißt, wenn ich so ein stark vorkonstruiertes Bild habe, dann kann ich in unterschiedlichen Stimmungen daran gehen. Und ich glaube, dass es letztendlich auch ein irgendwo in dieser strengen Konzeption trotzdem auch ein Psychogramm bleibt.
in welchen Verfassungen ich da rangehe. Und ich kann, wenn ich sehr ausgeglichen wäre, das natürlich irgendwie abarbeiten. Das bin ich aber nicht als Person. Und die Ideen kommen mir immer dazwischen als Störfaktoren, sind aber letztendlich zum Schluss bildgebend. Also es sind natürlich Versatzstücke von Architektur. Fenster sind Versatzstücke von Architektur, von symbolisch aufgeladener Architektur. Und ich wollte in der Hängung letztendlich auch Architektur produzieren. Also mit dieser Eckhängung hat man natürlich schon einen Raum geschaffen. Und die Serie heißt ja Schweigen oder Silence. Und was mir wichtig war, dass man eine Möglichkeit hat, zu sich zu kommen und in einen inneren Dialog oder vielleicht auch Monolog zu gelangen. Und dafür braucht man eine Art von Abschirmung, einen Raum für sich. Und das stellt natürlich eine Ecke, die definiert ist, viel besser dar. Es ist ein viel konkreteres Angebot für sich, sozusagen sich zu konzentrieren, als wenn man vor einer offenen Wand steht. Und das hat so mehrere Aspekte, die Eckhängung. Aber darüber hinaus ist es so, wenn eine Zeichnung gerahmt ist, gibt es selbst, wenn es so hochwertig passiert ist wie hier über die Museumsverglasung, immer eine leichte Spiegelung. Und wenn die Motive bewusst in die Ecke gesetzt sind, dann rotiert dieses Motiv. Das spiegelt sich unendlich und damit ist natürlich schon ein gewisser Hinweis gegeben auf das, was nachher in der Installation passiert. Aber ich finde eben, was so jetzt in dieser Installation deutlich wird, ist eben, dass man vielleicht auf dem Rückweg merkt, dass hier eigentlich das gesamte Thema der Ausstellung vorgegeben ist. Also man hat die Abstraktion und Veränderung, die Variation kommt drin vor, man hat eben die Spiegelung, was ein wichtiges Element ist. Man hat auch das Zersplittern, der Ausbruch eigentlich hier schon vorgegeben. Auch über den Titel Silence, das Zuhören, die Musik ist drin. Also eigentlich ist es, wenn man das, ich würde nie sagen, vorher so liest, weil das ist etwas zu anspruchsvoll. Ja. Aber auf dem Rückweg nochmal reinschaut, entdeckt man plötzlich, dass eigentlich hier alles angelegt wird an Begrifflichkeiten, an Denkfeldern, die man eigentlich braucht, um dann später die entsprechenden Referenzen zu entdecken. Das ist auf jeden Fall eine Klammer, also formal und auch inhaltlich. Und der christliche Glaube, wenn er dogmatisiert wird, ist ja eine Ideologie. Und ich glaube, dass Ideologien, wenn man sozusagen im Bild bleibt und sagt, der rote Faden ist eine Orientierung für uns. Und wenn der rote Faden sich verwirrt und zu einem Knäuel wird, dann ist das, finde ich, ein sehr schönes Bild für eine Ideologie. Also es ist nicht mehr richtungsweisend und es ist nicht mehr Orientierung, sondern es ist tatsächlich Verwirrung und Verirrung. Ja. Und ich finde, das liegt ganz nahe, das als Knäuel darzustellen. Dass es damit losgeht, wo auch ganz programmatisch oben links in der Ecke am Anfang steht, das ist natürlich, finde ich, ein unglaublich starker Auftakt für etwas, wo man merkt, es ist eigentlich ein großes Mäandern durch die Ideen und auch durch die Geschichte. Aber es fängt erstmal so ganz konzentriert und sachlich an. Das, finde ich, passt auch super zu dem Raum. Also der ist vom ersten Blick erstmal ganz überschaubar und klar. Und man hat so das Gefühl, ja, den verstehe ich sofort. Und dann taucht man in was ein und das ist in deinem Werk so. Dann geht es eigentlich erst richtig los und es eröffnet sich etwas, wo man das Gefühl hat, ich verirre mich. Und dann kommt man hier auch nochmal dann, wenn es so wird, wie du das gerade planst, in einen Raum, wo man das Gefühl hat, dahinter quasi in der Welt, hinter den Spiegeln oder hinter diesem Wurmloch, vervielfältigt sich der Raum auch auf eine Weise, dass er eben überhaupt nicht mehr klar ist und eine komplette Unübersichtlichkeit kriegt. Aber da erstmal gibt es diesen Punkt, wo man sagt, am Anfang, und das natürlich vielfältig konnotiert, von der Bibel bis zu Bach. Genau, also das ist das Tolle und im Grunde genommen finde ich, ist auch dieses Konzentrat die ideale Vorstellung von das, was wie Kunst sich äußern kann, entäußern kann, wie sich Kunst zeigen kann. Denn auch in dieser ganz übersichtlichen Komposition steckt ja ein Gedankenkosmos. Und es ist zumindest meine Sehnsucht als Künstlerin, immer auf den Punkt zu kommen, in der ästhetischen Formulierung, der so konzentriert ist,
dass ich ein visuelles Angebot machen kann, ohne dem anderen etwas erklären zu müssen, sondern einfach eine Tür öffne, dass derjenige, der sich das anguckt, sagt, da habe ich ganz viele Möglichkeiten reinzugehen, mit meinem Leben, mit meiner Erfahrung und so. Und insofern ist das tatsächlich in dieser Konzentration schon sowas fast wie eine ideale visuelle Formulierung. Ja? Und dann auch noch das, also eigentlich ist ein Notensystem ja fast noch abstrakter als eine Formel, die du findest als bildender Künstler. Ich meine, noch abstrakter geht es kaum. Absolut. Das ist ja das Ende deiner Zeichenserie der Goldberg-Variation. Wenn man das so auch von außen sieht, hat man das Gefühl, das marschiert wirklich so auf der Kante, wo man dann auch ganz schnell irre werden könnte. Ist das für dich auch so ein Gefahrenmoment? Ja. Ja? Also ich glaube, das ist so rechtzeitig aufgehört, sozusagen. Ah, ja. Ne? Aber es ist schon, wenn man zu lange drauf guckt, denke ich, dass man die Orientierung verliert. Und dann wird es auch was anderes. Und bei dir, wo passiert das, diese Gefahr, sich zu verlieren, in dem Moment, wo es konstruiert wird oder wo du es wirklich ganz physisch zeichnest? Auf allen Ebenen. Also erstmal die Idee zu fassen, ich brauche ein System, was ich abbilden kann. Das ist schon eine Grenzwanderung. Ja. Wenn ich das gefunden habe, kann ich durchatmen, weil dann geht es um die Ausführung. Und bei der Ausführung lasse ich mich auch wieder abbringen von der Ausführung. Und dann gibt es wieder diese Grenzsituation. Mhm. Und dann hilft oft nur der Zeitdruck, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich es irgendwie zu Papier gebracht. Ja. Wobei das ja wirklich etwas ist, was ich an diesen schwarzen Zeichnungen sehr faszinierend finde, dass diese Materialität so nach vorne kommt. Also dass man das Gefühl hat, das ist nicht einfach nur noch Bleistift, sondern das wird plötzlich eine Farbmasse oder ein Schwarz, was ein Gewicht hat oder so. Und damit nicht nur quasi eine Struktur oder eine in Anführungsstrichen Farbigkeit produziert, sondern auch etwas hat, was eben über die Schraffur, über das Übereinanderschraffieren, über unterschiedliche, zumindest gefühlte Dicken plötzlich nochmal in monochromen Flächen eine Sensation verbirgt, die wirklich den malerischen oder zeichnerischen Akt sehr stark thematisiert. Und das ist durch diesen Glanz, wo dann das Schwarz auf den Silber kippt, was ja in der Ausstellung auch ein Thema ist, dann nochmal, finde ich, sehr schön eingefangen. Also wir hatten natürlich nicht die Möglichkeit, den kompletten Zyklus zu zeigen. Das sind ja 10 Triptychen plus 2 Einzelarbeiten. Und wir standen ja jetzt schon vor der Herausforderung zu sagen, das ist ein ganz wichtiger Zyklus. Und wie können wir den in die Ausstellung integrieren? Und in der Tat bietet sich in diesem Riesenzyklus an, diese 3 Arbeiten herauszunehmen, weil es wie ein Abstract ist. Also da sind die Dinge, die ich gemacht habe, über die unterschiedlichen Arbeiten nochmal zusammengefasst. Und in dieser Zusammenfassung, in dieser Abstraktion ist es, glaube ich, eine sinnvolle Überleitung nachher für die Rauminstallation. Denn diese Noten, die hier sozusagen auf der visuellen Ebene angeboten werden, sind natürlich das Zeichen für die Musik, um die es geht. Und ich habe ja versucht, in der Installation eine Komposition begehbar zu machen. Ich finde, wenn man hier reinkommt, ist es erstmal ein unglaublich intensives Seherlebnis. Und was einem auch, glaube ich, sehr schnell in den Kopf kommt, ist eben dieser Bezug zu Musik, die auch sofort Bilder oder sogar Landschaften entwirft. Wir haben es ja sowas bei solchen Kompositionen wie der Moldau, die das auch ganz real versucht zu konstruieren. Aber eigentlich ist ja jedes Klangstück immer etwas, was bei uns im Kopf eigentlich Landschaftsräume entwirft, in die wir uns nach unseren eigenen Assoziationen begeben. Und ich glaube, das, was hier zu sehen ist, ist eine Möglichkeit oder sind sogar mehrere Möglichkeiten solcher Landschaften, die man mit Bachs Goldberg-Variationen in Verbindung bringen könnte. Und wenn wir diesen Raum betreten, gibt es ja letztendlich auch schon die Musik zu hören. Das heißt, wie ein Echo dieses visuellen Angebotes im vorderen Raum, hören wir plötzlich, was wir da gesehen haben. Wenn man dich beim Aufbau beobachtet hat, dann konnte man sehen, dass du sehr stark hier im Raum unterwegs warst und immer geguckt hast, aus welchen Perspektiven wirkt was. Ich finde, das ist etwas, was man wirklich auch als Besucher dieses Raums dann eigentlich mitnehmen muss. Man muss sich durchbewegen
man muss immer wieder gucken, von wo sehen die Dinge eigentlich wie aus. Und es ist eigentlich fast schon gar keine Frage mehr. Es war schon sehr wichtig, dass man eben die gleichen Verspannungen aus unterschiedlichen Perspektiven sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen kann, nicht wahr? Was natürlich eigentlich im Vorfeld überhaupt nicht zu steuern ist, auch für mich nicht beim Aufbau. Denn selbst wenn ich den Raum bewältigen könnte mit den unendlichen Möglichkeiten der Betrachtung und der Blickachsen, hebt die Spiegelung das auch schon wieder auf. Ja, weil dieses Thema Unordnung und Ordnung als abhängig, dass es abhängig erlebt werden kann von der Perspektive, die wir auf die Dinge haben oder von der Sichtweise, das wollte ich visuell nochmal akzentuieren. Und durch diese Facettierung der unterschiedlichen Größen der Spiegelkacheln wirkt es auch sehr unordentlich aus einem bestimmten Blickwinkel. Aber wenn wir zwei Schritte uns nach rechts bewegen, wird diese scheinbare Unordnung zu einer scheinbaren Ordnung. Und das begegnet uns eigentlich auch überall im Raum, wenn es um Verspannung geht. Und ich wollte gerade sagen, wir kennen das ja von dem Phänomen allgemein der Interferenz. Die ist natürlich ein sehr interessantes optisches Phänomen. Aber es ist eben auch so, dass sie das zulässt, dass es eben größtmögliche Unordnung gibt, wenn man zum Beispiel dieses Bündel da drüben schaut. Und auf der anderen Seite, wenn man aus einer bestimmten Richtung auf dieses Zentrum da in der Spiegelwand, eine extrem sorgfältige Parallelisierung stattfindet. Ja, und natürlich auch Durchdringung. Also wenn man jetzt mal direkt an die an das Zentrum herantritt, was sich hier eigentlich schon zeigt, und man guckt direkt in die Wand, dann würde man denken, das geht einfach wirklich so weiter. Und ich finde das in diesem Raum so einmalig, weil das sich diese Verspannung, die in deinem Werk sehr viel vorkommen und oft so Beziehungsgeflechte eigentlich funktionieren, dass hier plötzlich etwas dazukommt, was bisher so nicht da war, nämlich dass Dauer da drin steckt. Und das quasi Note ist ja auch wieder so eine Projektion und der Punkt ist ja gar kein Punkt, sondern hat eine Dauer, die man aber irgendwie umständlich notieren muss. Ja. Und hier wird plötzlich tatsächlich die Dauer, also die vierte Dimension der Zeit, über die Verspannung wieder sichtbar, was die Note eigentlich ist. Ne? Und das war mir selber gar nicht so klar, als ich das entwickelt habe. Aber vielleicht habe ich es halbbewusst dann doch mitgeplant, weil es immer ein Wunsch von mir war, Zeit irgendwie darstellen zu können. Ja. Also weil mir das immer im Kopf herumsprang als vierte Dimension. Und wie kann man das in die Kunst holen? Nun ist es ja so, dass wir sehr eindrücklich eigentlich sehen, dass es dort einen roten, hier einen silbernen Raum gibt. Das Silbern ist eigentlich relativ einfach verbunden immer mit dem kosmischen Science-Fiction und so weiter. Insofern auch hier ein Raum, der sehr viel mit Zukunft zu tun hat. Deswegen endet auch quasi die Goldberg-Variation in diesem Raum. Da ist er der Ausgangspunkt. Was ich jetzt rein auf der phänomenologischen Ebene so faszinierend finde, du hast dort ein Rot gewählt, was extrem stark pigmentiert ist und was eigentlich in dieser Art alles anzustreichen, eben nicht den Effekt hat, dass man einen klaren Raum bekommt, sondern dass er im Grunde ganz neblig wird. Und man das Gefühl hat, das ist so wie bei History Now, so eine Vergangenheit, in die man guckt, die gar nicht mehr fassbar ist. Und was ein interessanter Effekt ist, und ich würde gerne wissen, ob du damit gerechnet hast oder ob das auch so etwas ist, was dich dann glücklicherweise so einstellt, ist, dass der Zukunftsraum eigentlich eben, den man ja eigentlich als Nebel interpretieren würde, extrem mit diesen ganzen Unebenheiten der Wand umgeht und viel präziser und klarer wird, als man das so assoziativ erstmal denken würde. Ja, ich finde das ganz interessant, das habe ich ehrlich gesagt nicht bewusst mitgedacht, aber er bekommt eine metallische Strenge und man ist sofort, finde ich, in einer Materialität, die uns an die Transportmittel denken lässt, die uns wahrscheinlich mal in andere Welten bringen. Also es ist fast wie eine konstruierte Schleuse auch. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Titel Schimmer und Glanz. Also das Graphit, was ich nutze für die Zeichnung, schimmert. Das Metall, der Spiegel, das Silber glänzt. Also wenn man das jetzt inhaltlich gar nicht weiter verfolgen wollte, ist es im Grunde genommen einfach nur mal im Titel angedeutet, welche Materialien mich interessieren und letztendlich auch diese Zeitschiene definieren. Also der Schimmer sozusagen für die Vergangenheit, für das Traditionelle, für das Material
und der Glanz wirklich für das Metallische und vielleicht auch so ein bisschen Blendende und Nicht-Fassbare, was uns begegnen kann. Für mich ist es aber das Thema der Variation und Wiederholung interessant. Mhm. Und das dekliniere ich auf ganz vielen Ebenen durch, auch auf der akustischen, indem ich mir erlaubt habe, die Variation insofern zu variieren, dass ich sie dehne und zerre, wie das, was eigentlich optisch hier auch passiert ist, mit dem Punkt, der zur Linie wird. Es ist ja eigentlich interessant, dass du so stark von der Sprache herkommst und auch in deinen Zeichnungen sehr stark damit arbeitest und das dann aber in diesem Raum extrem zurücknimmst. Also ich weiß, dass du mit sehr viel mehr Sprache angereist bist, mit Schriftzügen, Zitaten, Folien und so weiter und das immer weniger wurde eigentlich. Hast du eine Erklärung, warum das eigentlich so, ich sag's jetzt mal, mit dem Pulim so sprachlos geworden ist? Ja, das zeigt sich immer mehr bei meinen Raumzeichnungen, dass Sprache nicht mehr so notwendig ist, wie ich dachte. Und in dem Augenblick, wo Musik dazu kommt, Musik hat eine so starke Unmittelbarkeit und Abstraktion, dass Sprache gefährlich wird als Motiv, weil es eben nicht erklären soll, sondern immer nur eine andere Möglichkeit mit anbieten. Und so viele Möglichkeiten, die man zusätzlich anbietet, braucht der Raum gar nicht mehr. Und deswegen gibt es tatsächlich an vier Stellen nur Schriften, die entdeckt werden können, die gleichzeitig aber Raumkoordinaten sind. Und ich bin einfach in dem Fall, muss man auch ganz ehrlich sagen, einen Schritt zurückgetreten und habe diesen Teil der Musik überlassen von Bach. Und das finde ich eigentlich ein ganz sinnvoller Rückzug. Ja, weil man die Musik natürlich auch ernster nimmt in dem Moment. Und die ist Emotionsträger. Ja.